Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterklassen-Rungserei. Das hier ist die Verbandsliga Thüringen. Wir melden uns aus Altenburg. Und zwar vom Kunstrasenplatz des SV Altenburg. Im Stadion durfte nicht gespielt werden. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wollte man den Eisenachern einfach nur mal den Genuss anbieten, auf Kunstrasen spielen zu dürfen. Wir haben ja hier nur einen Hartplatz, auf dem nicht mal trainiert werden kann. Also, ja. Das hat sich in der Verbandsliga rumgesprochen und deswegen versuchten es die Altenburger halt mal, die Eisenacher mit Kunstrasen, ja, zu überraschen, denke ich mal. Trotzdem, den besseren Start haben die Wartburgstädter für sich. Erste Chance. Zweite Chance. Und so ging das hier in der Anfangsphase. Holter die Polter, die Eisenacher mit den besseren Möglichkeiten. Völlig überraschend spielten sie die Altenburger regelrecht schwindlig. Erste Chance hier habe ich übrigens nicht mitgenommen. Ein Schuss der Altenburger auf das Tor, der diesen aber gut um einen Meter verfehlte. Die Eisenacher zwingen da. Shirasaka. Ball wird noch abgefälscht. Störte Jakob Mühlmann im Tor, der Gastgeber, noch auf der Höhe des Geschehens. Immer wieder das gleiche Bild. Wieder Shirasaka. An einem Mann vorbei, am zweiten Mann vorbei. Und wieder bleibt Mühlmann Sieger. Nächster Angriff. Rollt auf das Tor der Gastgeber zu. Und der Winkel hier zu spitz geworden. Das sind so Spiele, wo man Angst hat, dass dann irgendwann sich die ausgelassenen Chancen rächen. Heute war es aber nicht so. Nicht nur hoch, sondern überverdient. Dieser Führungstreffer von Markus Ganowski. 29. Minute. Ein Traumtor. Sorgte natürlich auf Sicherheit, für Sicherheit auf Seiten der Gäste. Während die Gastgeber einiges heute Nachmittag schuldig blieben. Und die Abwehr, die viel gescholtene Abwehr der Wartburgstädter, am heutigen Nachmittag gar nicht mal so übel. Sie können also doch Tore verhindern, die Schießbude der Liga, die sie ja bis zu diesem Spieltag gewesen sind. Zur Halbzeitpause jedenfalls eine hochverdiente Führung für den FC Eisenach hier in Altenburg. Zweite Halbzeit. Tohu wabohu und ein krasser Abwehrklopf. Den Patrick Lacher zum 2:0 nach 53 Minuten nutzt. Das sorgte natürlich für Freude, auch beim spärlichen mitgereisten Anhang. Lass es 10 Eisenacher gewesen sein, die insgesamt da waren. Aber immerhin, nicht wahr? Ist schon ein ganzes Eckchen. Das erinnerte fast wieder an die Oberliga-Auswärtsspiele. Wenigstens von der Distanz. Das war Michael Offenhaus. Er ist natürlich besorgt, dass die Mannschaft die Konzentration nicht hochhält. Jetzt passen wir mal hier auf. Die Gastgeber beschwerten sich da so ein bisschen. Ja, der fällt zu leicht, der Takuya Shirasaka. Aber ich glaube, wenn wir uns diese Zeitlupe hier anschauen. Ja, offen, mehr brauchst du nicht, um einen Elfmeter zu pfeifen. Und das macht der Schiedsrichter hier auch. Aus der Perspektive war es gut zu sehen. Der Gefaulte schießt selber und Shirasaka fast zulässig, aber trotzdem platziert und hart genug, sodass Jakob Mühlmann zu spät in die Ecke abtauchen kann und Shirasaka nach gut einer Stunde ja doch mit einer Vorentscheidung. Ich glaube, nach diesem 3:0 gleich Postwenden auf der anderen Seite. Schauen wir mal hier. Das war die Eisenacher 24. Ich glaube, Chris Ofusa, wenn ich das richtig gesehen habe, der das seinen Gegenspieler hält. Und Rico Heuschke, alter Wismut-Gera-Adel, auf den es Verlass. Der lässt sich so ein Elfmetergeschenk natürlich nicht nehmen. Nach einer Stunde der Anschlusstreffer. Ja, und wenn man nach so einem 1:3 nochmal auf 2:3 herankommt, dann kann ja so eine Begegnung nochmal eng werden. Aber davon war hier weit und breit nichts zu sehen. Im Gegenteil, die Eisenacher weiter mit den besseren Chancen. Sie konterten auf diesem Kunstrasen ziemlich ballsicher. Und auch, kombinationsansehnlich. Und es gab immer wieder Situationen, in denen es lichterloh vor dem Altenburger Tor brannte. Immer wieder machte die Bank und Michael Offenhaus von außen Druck. Supporteten auch die mitgereisten Eisenacher Anhänger. Wie gesagt, Motor Altenburg an diesem Nachmittag weit davon entfernt, hier die Eisenacher leistungstechnisch in Bedrängnis bringen zu können.
Michael Offenhaus wechselt dann auch noch dreimal durch. War gar nicht weiter nötig. Ein souveräner, ein wunderbarer, ein herrlicher erster Auswärtssieg in dieser Verbandsliga-Saison 2016-2017. Den Wartburgstädtern fällt eine Zentnerlast von den Schultern, auch wenn das hier nicht so aussieht. Sebastian Haun wirkt da ein bisschen ungehalten, aber er hält sich wahrscheinlich nicht für so telegen, dass er hier von unserem Kameramann Mario Müller war. Es übrigens recht schön, Dank nochmal dafür, im Fokus stehen möchte. Muss auch nicht sein, am kommenden Wochenende haben wir dann wieder ein Heimspiel. Der FC Eisenach empfängt die Heiligenstädter aus dem Eichsfeld zum Punktspiel. Und darauf freuen wir uns schon. Anpfiff müsste sein um 15 Uhr am Samstag im Wartburgstadion. Ich hoffe, wir sehen uns da alle wieder. Ich hoffe, ihr kommt auch hin. Und wenn nicht, wenn ihr nicht könnt, wenn ihr Termine habt, ich bin mit der Kamera dann selber wieder am Start. Und ja, egal wie, ich freue mich darauf. Ciao, ciao, bis dahin.